Hallo ihr Lieben, heute spreche ich über die Angst vor der Zukunft und wie sie sich auflösen lässt. Oft haben wir Angst vor der Zukunft, weil wir nicht wissen, was sie bringen wird. Wir befinden uns vielleicht in einer schwierigen finanziellen oder persönlichen Lage. Und möglicherweise sieht es zurzeit alles andere als rosig aus. Und möglicherweise entspricht das auch gerade bei vielen Menschen und Zuschauern und Zuschauerinnen hier der aktuellen Situation. Also haben wir Angst vor der Zukunft. Doch was ist es wirklich, was hier passiert? Wenn wir dem Satz glauben, ich habe Angst vor der Zukunft, macht dieser Satz alleine schon Angst. Und dazu ist es sehr hilfreich, wenn wir jetzt einmal uns das Wörtchen Zukunft anschauen. Zukunft ist etwas, was unser Verstand sich ausdenkt. Wir befinden uns also in einer derzeitigen Situation. Wir befinden uns immer in einer derzeitigen Situation, denn wir können die Gegenwart nie verlassen. Das Jetzt. Es ist nicht möglich. Aber unser Verstand ist in der Lage, ein an anderes Szenario zu entwerfen und wir sind in der Lage als das eine sein das wir sind uns dieser von uns selbst erschaffenen illusion hinzugeben wir glauben dem von uns selbst erschaffenen inneren bild und das ist schon etwas merkwürdig eine glanzleistung der menschlichen natur sowas hinzukriegen ich glaube nicht dass viele tiere in der lage sind zukunftsprojiziert zu denken aber genau wissen kann man es ja nicht. Mein Hund vielleicht. Der denkt manchmal, wenn wir noch draußen spazieren gehen, offensichtlich schon an seinen gefüllten Hundenapf. Ab. <laughs> Aber das kommt davon, wenn Tiere sich in der Gegenwart von Menschen befinden, dann übernehmen die auch manchmal sehr eigenartige Züge. Ein kleiner Exkurs. Wir sind in der Lage als Menschen ein Szenario in uns zu entwerfen, was nicht der Gegenwart entspricht. Und das ist genau der wichtige Punkt. Mit der Gegenwart können wir immer umgehen. Wenn sich eine Situation dir zeigt oder du dich einer jetzigen Situation stellen musst, wirst du manchmal gefordert zu handeln. Manchmal ist auch nicht handeln gut, aber manchmal musst du etwas tun und dann tust du es auch. Mit einer jetzigen Situation, mit einer Gegenwartsituation können wir immer umgehen. Aber mit einer gedanklichen Vorstellung können wir überhaupt nicht umgehen. In deinem Kopf, in unserem Kopf, entsteht ein Szenario, das noch nicht eingetroffen ist, die sogenannte Zukunft. Der Unterschied zwischen der jetzt ablaufenden Gegenwart, ich nenne sie mal A, und einer in Gedanken vorgestellten Zukunft, ich nenne sie mal B, füllt sich mit einer Kluft. Beziehungsweise sie füllt sie nicht mit einer Kluft. Es entsteht eine Kluft zwischen der Gegenwart, also dem, was jetzt wirklich passiert, und dem Inneren gedanklichen Szenario. Das ist ein ganz normales psychologisches Phänomen, was uns aber ziemlich stresst. Es ist zwar menschlich gesehen natürlich, aber es ist sehr anstrengend. Denn wir können eine Zukunft nicht greifen und nicht ergreifen und auch nicht begreifen. Wir können nur spekulieren, was passiert. Und damit können wir also nicht umgehen. Wir können nichts tun. Und das macht uns Angst. Also es geht gar nicht um die Situation, die droht, oh in Zukunft werde ich verarmt sein oder bin ich vielleicht alleine oder was wird passieren, sondern es passiert etwas anderes in dir, nämlich dass du mit egal welchem Szenario in der Zukunft nicht umgehen kannst, weil sie noch nicht eingetreten ist. Wenn du in der Zukunft dich befindest, ist immer wieder nur die Gegenwart. Wenn du dich in einer Situation XY befindest und du bei normalem gesunden Menschenverstand bist, wirst du mit der Situation umgehen können. Mit einem Hirngespinst, mit einem geisterhaften Nebel kannst du nichts machen. Und das macht die Angst. Die Angst vor der Zukunft ist also die Angst vor einer Illusion. Und deshalb empfehle ich, dass du so wenig wie möglich in Gedanken in der Zukunft weilst. Und wenn solche Szenarien auftauchen, Sorgen, kann man das auch nennen, dass du das nicht so ernst nimmst. Du kannst nur jetzt in der Gegenwart den Grundstein legen durch dein bewusstes Handeln, dass auch die kommenden Jetzt, die kommenden Gegenwarten <laughs> bewusst sein werden. Also die Früchte deiner Handlungen kannst du nur im Jetzt legen und säen und dann vielleicht ernten. Die Zukunft ist immer anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ist es jemals schon mal genauso gekommen, wie wir dachten? Ich glaube nicht. Es gibt keine Zukunft, es gibt nur das Jetzt. Mit dem Jetzt kannst du was tun. Mit einer illusionären Vorstellung deines Verstandes, egal wie schlau sie klingt, kannst du nichts machen. Und selbst wenn es ein freudiges Ereignis ist, was vielleicht auf dich zukommt, die Geburt eines Kindes, eine Heirat oder vielleicht ein Erbe, ein großes, Kommt sofort auch die Befürchtung da rein, na, ob das alles so klappt, wie ich mir es vorstelle, auch das ist Angst vor der Zukunft. Du kannst nichts tun. Also bleib hier und erkenne, dass wenn Zukunftsszenarien in dir auftauchen, dass sie nichts sind als illusionäre Vorstellungen deines Egos, das sich ja hauptsächlich aus Angst ernährt. Es gibt keine Zukunft, es gibt nur das Jetzt.